Hey liebe Leute, heute zeige ich euch mal den Wutanfallkrieger. Dieses Deck möchte über seine starken Minions Grommash, Remonia und Decimator Ulgra plus die Enrage Mechanic die Spiele gewinnen. Und ich rede hier von Schadenszahlen innerhalb eines Zuges von 17 plus, sage ich jetzt einfach mal. Also da kommen wirklich harte Burst-Züge auf euch zu. Unterstützt wird diese Enrage Mechanik durch die Feuermechanik und Rifts. Rifts sind inzwischen echt eine coole Sache, muss ich sagen. Verse Rift ist sehr, sehr utility-reich gegen irgendwelche Agro-Decks. Wir haben Chorus Rift, das unsere starken Minions nochmal zusätzlich buffen kann. Und nochmal eine Tradability im Midgame, die Tori Belore unterstützt. Wir kriegen einerseits diesen Taunt plus diesen 4-3 mit Rush. Das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Um die Feuer-Kombo mit Tori Belore hier auch nochmal anzusprechen, haben wir hier drin den Sun Fury Champion. Er ist sehr cool, weil er auch gleichzeitig nochmal unseren Enrage hier auslösen kann. Wir haben Ember of Strength für diese 2-1-2 bzw. 2-4er, die man aufs Spiel bringen kann. Ich spiele noch Jam Session mit drin, um einem Minion plus 3 zu geben und nochmal die Enrage-Mechanik zu aktivieren. Und nicht zu vergessen, Light of the Phoenix. Ihr habt oftmals ein relativ großes Board, wo alle dann irgendwie gedamaged sind. Um 2 Karten zu ziehen für ein Mana ist es halt eine super starke Sache. Was haben wir sonst noch hier für Karten mit drin? Natürlich die Enrage-Mechanik an sich selbst. Wir haben hier Sanguine Deaths, die vor allen Dingen auch im Early Game sehr brauchbar sein kann, um Foul Egg zu buffen. Sun Fury Champion hier auch nochmal zu buffen. Wir haben Wild Pyromancer, um diese Enrage-Mechanik noch auszulösen. An sich gehört Acolyte of Pain auch hier in dieses Enrage-Package mit drin, weil er ist ein reiner Card-Draw-Dude, den wir hier spielen. Falls wir hier Infuse 2 haben, auf der Imbued Axe haben wir hier eine sehr starke Axt, die unseren gedamagten Minions nochmal +2/+2 gibt. Und zum Abschluss noch unsere Finisher mit Decimator Ulgra, Remonia, Living Blade und Grommash. Ihr haut mit ihnen wirklich super viel Damage raus in Kombination, wie gesagt, mit euren verschiedenen Buffs, die ihr auf die Hand geben könnt über Anima Extractor und dann schlussendlich nochmal den Enrage-Faktor, den diese Minions hier teilweise haben, eskaliert das Ganze komplett. Guckt euch das Gameplay mal dazu an, ich habe da wirklich Damage-Zahlen rausgehauen, die waren absolut verrückt. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz recht herzlich bedanken für euch, fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut für schön in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren und vielen Dank an meine Supporter an dieser Stelle. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Viel Spaß beim Gameplay. Ein gutes Käffchen, Leute. So, guter One-Drop mit dem Foul Egg. Auf 3 können wir dann hier, auf 3 können wir dann Chorus Rift spielen. Ich glaube, wir haben hier auch das gleiche Deck entgegengestellt. Das ist wirklich eine interessante Sache, dass der Dingkrieger hier einfach aus dem Nichts kommt. Man muss aber auch ganz klar sagen, das Miniset ist nicht der Grund, warum dieses Deck hier jetzt so präsent plötzlich wurde. Draw a card with Peach for each minion type you control. Ich meine, ich würde 2 Karten jetzt erstmal nachziehen und das ist für mich gerade mal gar nicht so schlecht. Okay, hier ist die Jam Session. Huch, das ist nicht der End-Turn-Button. Ich glaube einfach, ich gehe im nächsten Zug für Chorus Riff. Okay. Ja, kann ich verstehen, wenn er die Axe spielt, wenn er die neue Waffe spielt, könnte es auch interessant werden. Aber ansonsten, nochmal einen Chicken. Okay. Ich meine, das ist eigentlich ein akzeptable Play. Ich gehe hier für 3-3, zack. Hätte hier einmal einen Whirlwind, hätte Face und habe damit eigentlich einen relativ guten Board State. Im nächsten Zug könnte ich einfach hier Chorus Rift gehen, kann ihm hier noch +3/+3 geben. Vielleicht zerstört er ihn auch und es kommt das Chicken raus. Dann kann ich dem Chicken +3/+3 geben. Das sind schon ganz nette Sachen hier. Und wenn das Chicken rauskommt, das ist ja eigentlich Undead Beast. Das heißt, ich sollte hier sogar mit Roaring Applause nochmal ein paar Karten mehr ziehen, was ganz interessant sein könnte. Was bist du eigentlich? Elemental Beast. Okay. Okay. Aber die Rifts sind inzwischen echt ganz akzeptabel zu spielen. Ja, okay, er traded maybe. Oder geht Face? Nein, er geht Face. Schade. Ich habe wirklich gehofft, dass er hier für den Trade gehen wird. Okay. Also, draw a minion, give it +3/+3. Gib mir mal bitte einen guten Minion hier raus. Zack. Ja, das ist definitiv akzeptabel. Und dann gehe ich hier einfach mal für nochmal 3 ins Gesicht. Weil ich weiß noch nicht ganz, was er hier spielt für eine Liste.
Das ist ein bisschen weird, wenn ich ehrlich bin. Gibt es einen Weapon Control Warrior mit der neuen Waffe? Könnte es sein, dass sich das jemand gebaut hat und das einfach mal testen möchte? Oder geht es eher in die Richtung von einem Menagerie? Also, okay, es muss auf jeden Fall. Es geht auf jeden Fall in die Richtung Control. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn er jetzt Minion angibt. Dann werde ich ihm hier den Sun Fury Champion mit reinwerfen. Das ist für mich so das Beste, was ich hier machen kann an der Stelle. Tori Blor. Schauen wir einfach doch mal nach, was es ist. Zack. Okay, es ist hier. Was bist du denn? Du bist gar nichts. Ja, dann counte mir mal bitte dieses Riff hier. Das ist gut. Und dann kann ich spielen. Ich habe halt. Oh, es. Ich hätte Tori Belor spielen sollen. Ich hätte ihn Tori Belor spielen sollen. Dann hätte ich immer noch das Riff countern können. Dann wäre er auch tot gewesen. Ich gehe für den Druck gerade einfach mal. Ich töte ihn hier, mache einen Turn. Und hoffe, dass er mir mein Board zerstört. Ich meine, es ist immer noch Control-Krieger. Dann habe ich immer noch Bridge Riff, was mir einen Minion mit plus 3 gibt. Dazu dann noch. Er hat echt Angst vor dem Feuer, Dude. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Combo, die dieses Deck allgemein aufs Spielfeld bringen kann, ist super cool. Das hat halt wirklich viel mit Feuer zu tun. Mit Feuer. Ja, das sind größtenteils die Ding-Karten, die Dual-Class-Karten, aber das finde ich eigentlich cool. Okay, das ist halt für mich super nice gerade gewesen. Naja, was heißt super nice? Das ist vielleicht auch übertrieben, aber es war auf jeden Fall nicht schlecht. Aber jetzt kann ich nämlich hierfür gehen. Bekomme hier einen Rusher. Rushe hier rein. Gehe hier. Face, face and turn. Und ich habe für den nächsten Zug. Play your last riff. Das heißt, ich würde Doppel Bridge Riff jetzt haben. Ich gehe für Roaring Applause nochmal Bridge Riff. Oder alternativ Tori Belor. Es ist doch ein Enrage-Deck in einer gewissen Hinsicht. Okay, 3, 4. Fehlt aber immer noch ein bisschen was. Ich meine, er kann hitten. Seine Minions kriegen mehr Stats. Das ist gut. Plus 2, plus 2 nehme ich. Das heißt, er stirbt jetzt hier auch nicht, wenn er hier reingeht. Und er stirbt auch nicht, wenn er hier irgendwo reingeht. Das ist alles in Ordnung. Denn. Cost one less for each damaged friendly character. Denn ich kann jetzt gehen für. Jetzt habe ich halt wieder nur einen von den Kollegen. Schade. Wie war das nochmal? Er geht dormant. Cast a fire spell to revive him. Ich gehe, glaube ich, für Hero Ability. Gehe für Hero Ability Doppel Bridge Riff. Trade hier. Das ist halt ein bisschen uncool. Ich müsste hier weiter traden. Aber ich glaube tatsächlich, ich gehe für den Trade eigentlich hier und hätte mal Face. Mir fehlen meine guten Late-Game-Karten. Ich möchte Remornia bald haben und Grommash, dass wir mir hier ein bisschen Value rausgeben können. Oder allein Chorus Riff wäre ja schon ziemlich cool für mich. Aber leider habe ich halt auch noch super viel Early Game, das mir momentan nicht viel bringen wird. Super wildes und interessantes Deck, was der Gegner da spielt. Ich bin wirklich fasziniert. Das habe ich noch gar nicht in so einer Richtung gesehen. So einen. Control Deck mit Nelly, Olgra. Ich hab doch.
Lass mich mal schnell nachschauen. Ich habe doch letzte Woche, warum das? Das ist schon eine Weile her, habe ich einen Feuerkrieger gespielt. Beziehungsweise so einen Riftkrieger war es wohl eher. Ja, es ist aber nicht das, wie es hier ausgeführt ist. Es ist halt eher über dieses letzte Gefecht und sowas, wo das dann synergiert hat mit den Fleischformen und Co. Also ist eine komplett andere Liste, aber ich habe gedacht, vielleicht geht es in die Richtung hier so ein bisschen. Wäre ja ganz cool gewesen. Okay, das sieht aber nicht schlecht aus. Ihr seid leider gar nichts, was ein bisschen schade ist. Ich kann hier aber durchgehen und hätte dann komplett free hier meine Drops. Die kosten halt zwei weniger. Wenn er sich hier ein paar gute rausgesucht hat, ist das echt uncool für mich. Ich könnte Tori Belor gehen. Dann würde ich ihn aber opfern. Ich glaube aber... Ich kann auch ihm einfach den Buff geben, wenn meine anderen Minions irgendwie hier ein bisschen anhitten. Pass auf, wir machen das. Wir geben ihm den Buff. Zack. Alle Minions sind Ding. Wir ziehen erstmal ein paar Karten for free. Da ist Chorus Rift. Da ist Manathirst, das ist sehr gut. Dann gehe ich für Tori Belor. Trade hier ab. Trade hier ab. Tori Belor stirbt. Ich gehe für meinen Feuerzauber. Tori Belor kommt zurück und ich kriege 2-2-4er mit Taunt. Hab für den nächsten Zug Roaring Applause. Hab Chorus Rift, das mir auch noch dann zusätzlich einen Bridge Rift rausgibt. Ich glaube, ich könnte hier in einer ganz guten Situation momentan sein. Okay, 2-2-4er. Grommash wäre lethal. Remoria wäre lethal. Ulgra weiß ich jetzt gerade nicht. Okay, er muss jetzt noch ein Spell haben, um hier alle Minions zu damagen. Oh, das ist ein großes Board. Wait, was war? Das waren die zwei, genau, das waren die zwei, die er aus Nelly rausgezogen hat. Er hittet hier. Er hat keinen gedamagten Dude. Kriegt also hier nur 8 Rüstung. Okay, das könnte immer noch ausreichend sein, ja. Gut, ich schau mal nach. Ich würde hier wie viele Karten jetzt momentan ziehen? Das sind 1, 2, ich würde wahrscheinlich 2 sogar nur ziehen, ja. Ich mach den hier mal weg. Das ist okay, wenn er gerade seine Hand ein bisschen bufft. Ich gehe vor für das Chorus Riff. Okay, das war ziemlich nice. Ich kann hier traden. Und jetzt habe ich 12 Schaden auf dem Spielfeld. Er hat 14 Leben. Das ist leider nur Minions. Passt auf, wir versuchen mal hier noch ein bisschen was rauszuziehen. Vielleicht habe ich hier Glück und ziehe meine Waffe. Nein, habe ich leider nicht. Ja, dann gehe ich mal hierfür. Trade. Ich hätte es erst ihn traden müssen. Ah, vielleicht nicht der smarteste Play, weil er jetzt seine Viecher hier alle hätte buffen können. Ja, hätte ich anders machen müssen von der Reihenfolge her. Zumindest 2 Hits waren hier definitiv. Die hätte ich auslassen können. Dann wären 2 plus 1 plus 1 Counter weggefallen. Aber jetzt gucke ich mal. Wenn er keinen Taunt aufs Spielfeld kriegt, habe ich es halt gewonnen, das Spiel. Und dann habe ich hier Grommash, er kriegt plus 6 und dann bin ich genau bei den Stats, die er hier mit seiner Waffe, die er hier hat. Und ich denke tatsächlich, dass er mit seiner Waffe halt zuschlägt. Der hat nur Rush, gell, kein Charge. Oh nein, er hat Charge tatsächlich. Das ist interessant. Durability, hit it here, yes. Und was macht er jetzt? Tradet er oder geht er face oder... Ich meine, das ist ein 10 Damage. Complained.
Ja, das ist halt perfekt. Zack, zack, zack. GG. Geiles Game. Geiles Deck. Hat definitiv Spaß zu spielen. Also für die, die es sich vielleicht schon etwas genauer angeschaut haben. Ich könnte hier für den Riff gehen. Ich weiß nicht, ob ich den Draw direkt behalten will. Ich behalte mal Verse Riff auf jeden Fall auf der Hand. Leider nicht den Power Draw auf dem Anima Extractor. Das ist meiner Ansicht nach die stärkste Karte in diesem Deck. Wenn du die frühzeitig ziehst und rausspielen kannst, gewinnst du sehr häufig das Game. Okay, ich gehe mal für Egg. Nächsten Zug, Coin Chorus. Dann mit Coin Chorus geht's direkt. Oh, er danced eine Runde. Nice. Oh Leute, ich sag's euch, Magier ist so eine coole Klasse gerade. Er hat so viele Möglichkeiten zu spielen und das Ganze halt. Anima Extractor. Hello there. Ja, ich gehe für den Anima Extractor, aber damit könnte mein Sun Fury Champion nämlich ziemlich fett werden. Was ziemlich cool ist. Und das ist halt auch so eine Karte, die hat halt direkt Face Aggro. Okay. Take it. Remornia. Schade, dass die Riffs keine Feuersachen sind. Ich gehe mal für das hier. Oh. Okay, das ist nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Ich brauche eigentlich nur noch einen Feuerzauber und dann wird es halt richtig dumm gut. Volume up. Okay. Hat natürlich Finale hier auch aktiviert und holt sich hier wahrscheinlich seinen Deathborn. Grommash habe ich auch noch mit am Start. Okay. Für die Hero Ability. Er overdrawt einmal ein Nightcloak Sanctum, was ziemlich gut ist tatsächlich. Ja, das ist KT OTK, würde ich behaupten. Komm schon, gib mir mal bitte ein Ember Strength oder Light the Phoenix oder wie das Ganze heißt. Irgendwie sowas in die Richtung. Das wäre halt super nice. Oder aber eine Jam Session. Okay. Das ist ziemlich cool. Ich kann ihm +3/+3 geben. Ich meine, es wird vermutlich trotzdem was sterben, gell? Das ist außerdem ein Feuerzauber. Okay, passt auf, Leute. Wir gehen für die Powerplays. Sun Fury Champion. Oh mein Gott, wir buffen unsere Finisher so heftig einfach nur auf gerade. No, er ist zu früh gestorben. Das ist halt unlucky. Das ist halt wirklich unglücklich gelaufen. Ja, okay, Hero Ability, Verse. Mann, das hätte so gut werden können. Oh nein, mein Hühnchen ist gestorben. Ich hätte erst mit dem Hühnchen angreifen müssen. Ja, immer erst mit den Minions eingreifen, Leute. 12, 17 und 15, 20. Ja, das Schöne ist, wir sind halt hier jetzt gerade wirklich auf den 6 Mana gewesen. Das heißt also sein Dethrone oder wie es heißt. Deaththorn. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ist hier halt nicht mehr ausreichend gewesen. Nice, danke für die Buffs. Vielen Dank. Für die Buffs. Vielen Dank, wie lieb von dir.
Ich meine, das Schöne ist halt, das sind halt 21 Schaden. Und Remoria sind halt auch nochmal 15 Schaden. Und normalerweise hat dieses Deck außer diesen Freeze-Spell nichts. Oh, okay, das ist ein bisschen eklig momentan tatsächlich. Das ist wirklich ein bisschen eklig, weil ich da mal einen Dude reinhauen muss. Aber das Schöne ist, er überlebt es halt. Weil ich habe nämlich Tori Belore. Und Tori Belore sagt sich nämlich, hey, ich bin Tori Belore und ich möchte keine Buffs auf dem Acolyte of Pain haben. Sagt sich nämlich, ich bin Tori Belore und ich hitte hier rein. Damit habe ich kein Problem. Ich hitte hier drauf, um den hier nochmal ein bisschen zusätzliche Stats zu geben. Und dann hebe ich hier drauf, um nochmal meinem Grommash plus 1 plus 1 zu geben. Es könnte gut sein, dass wir dieses Game noch verlieren, weil. Oh mein Gott! Das ist halt huge. Das ist so huge, Leute. Das Problem ist, ich kann nicht angreifen. Okay, draw a minion for each card. Ich habe leider. Ne, wir machen das auf Turn 10, dass er rauskommt. Ich spiele mal den Wild Pyromancer. Das ist nämlich ein Undead. Undead. Ich ziehe auf jeden Fall mal zwei Karten. Das ist nicht schlecht. Hello. Hallo, hallo, hallo. Ich gehe mal hierfür. Oh nein, dem würde ich richtig viel Damage machen. Das wäre nicht so smart. Aber Karten ziehen möchte ich trotzdem sehr, sehr gerne. Weil wenn ich nämlich hier... Kann ich nämlich hier reinrennen. Kann ich nämlich... Face gehen. Die kriegen alle plus 2 plus 2. Ich könnte jetzt meine Waffe rausspielen oder ich nutze alternativ einfach die Heldenfähigkeit und mache End Turn, weil im nächsten Zug nämlich mein Remoria ready ist. Das Lustige ist an dieser Stelle, wenn er es jetzt nicht schafft, wie viel Damage habe ich denn insgesamt? Ich muss ja eigentlich das Ganze mal rechnen. Nochmal ein Blizzard. Ja, nochmal der zweite Blizzard. Ist ja in Ordnung. Ist ja normal tatsächlich, dass dieses Deck zwei Blizzards spielt. Okay, das sind die Deaths. Das ist schon mal super nice. Gain plus one for each damaged minion, then attack. Okay, passt auf, ich gehe für den hier. Ich gehe für den hier. Ich spiele jetzt einen Zauberspruch raus, aber das sagt auch all minions, gell? Das heißt, er stirbt auch wieder. No, don't do this. Ah, die. Ne, der stirbt auch. Damit, die sterben ja alle. Okay, ich muss das anders machen. Ich spiele so. Ich mach. So. Ich gehe für meine. Ah, die hat keinen Infuse 2, gell? Okay, ich ziehe erstmal zwei Karten. Ja, dann habe ich. Das war ein Fehler von mir. Das war schlecht gespielt. Das war leider schlecht gespielt von meiner Seite aus. Ich habe gerade gedacht, ich krieg Ulgra besser raus, aber ich habe es halt echt nicht gut rausgekriegt. Ich gehe hierfür. Ich kann hier traden, kann nochmal Face gehen, mache einen Turn. Ich habe gedacht, ich krieg Ulgra besser raus, aber es war leider nicht möglich. Jetzt kann er halt immer noch Deathborn spielen. Ja, das Deck ist, als ob er hat seinen dritten Blizzard. Komm schon. Wenn er mal keinen Blizzard hat, dann kommt der 17-8er aber sowas von in sein Gesicht. Das ist halt der Wahnsinn. Meine Herren, hey. Mann, Mann, Mann. Ja, ich bin ganz ehrlich mit euch, Leute. Das Deck ist echt kompliziert auch für mich. Plus 6, ich habe hier halt super viel Schaden rein. Aber erstmal ziehe ich noch kein... Doch, ich habe noch ein Foul Egg im Deck. Okay, passt auf. Wir ziehen erstmal noch das Foul Egg hier an der Stelle. Dann gehe ich für das Foul Egg. Ich spiele meinen Sanguine raus. Ich gehe hier für den Hit. Ich spiele meine Waffe raus. Hero Ability. Hit the Face.
Meine Viecher kriegen den Buff. Er zerstört mir jetzt leider meinen Remoria. Aber das ist kein Problem. Er muss dafür super viel opfern einfach. Ich habe extrem starkes Board, das er nämlich insgesamt... Oh, bitte lass ihn nicht nochmal einen Blizzard bekommen. Das sind insgesamt sind das hier 12. 12 plus 18 sind allein schon 30. Plus 6 wären 36 Damage, kann ich ihm machen. Vengeful Visage. Okay. Moment, was war Vengeful Visage nochmal? Achso, genau, wenn ich einen Minion summons. Ne, wenn ich mit einem Minion hitte, hitte das mich, glaube ich, zurück, oder? After an enemy minion attacks, you hear a summon a copy. Ja, was ist das mit der Copy? Okay. Damit sollte das Lethal sein wahrscheinlich, oder? Ja, okay, er sieht selbst, dass er hier nichts machen kann. Ah nein, er möchte hier tatsächlich den Buff setzen. Oh stimmt, er kann... Oh doch, er kann ihn trotzdem töten. Schade. Leider durch den Taunt kommt er vielleicht nicht durch, aber... Never mind. Okay, Vengeful Visage ist für mich eigentlich kein Problem, weil ich hitte hier rein. Das ist ja egal, er beschwört jetzt zwar diesen 7-6er, der mich selbst auch hittet, aber I don't even care. Dann spiele ich Grom raus. Ich gebe Grom den Buff, er hat 26 Damage, ich hätte hier Face, sage well played indeed und das ist GG. Also ganz klar Leute, ich spiele dieses Deck nicht optimal. Ich mache Misplays über die Feuersynergien, über den Wild Pyromancer und sowas, über Sun Fury Champion, aber das ist halt einfach, man muss sich da echt eingewöhnen. Dieses Deck ist nicht einfach zu spielen, aber es hat trotzdem super großes Potenzial über Ulgra, Remoria und Grommash hier. Die Wins rauszuziehen. Anhilda versus Malfurion. I must protect the wild. Eternity draws nearer. Ich glaube, ich starte mal so. Und direkt einen Grom auf die Hand. Ist eine ziemlich wilde Sache, Mio, das Signalwort. Es macht Spaß, es zu spielen, weil du halt einfach so viel bedenken musst auch noch zusätzlich. Interesting. Ja. Chicken oder Champion? Chicken. Okay, es ist eine Agro-Variante, vermutlich. Ich meine, ich weiß, dass er jetzt mit seiner Hero Ability 3 Damage machen kann. Das Schöne ist aber, ich bekomme hier auf jeden Fall einen Light of Phoenix raus. Und ich habe schon mal mein erstes Riff gespielt. Ich bin nicht so der größte Fan von First vs. Riff, wenn ich ehrlich bin. Oh, er hat auch noch Free Spirit am Start. Alright. 3-2, das heißt, er hittet mir den hier weg. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Okay, es ist natürlich nicht optimal, aber ich burn jetzt hier einmal durch. Wenn ich ihm einen Damage machen könnte, wäre es halt perfekt. Also wenn ich ihn rausspielen könnte und das hier dann noch casten, aber das kann ich leider nicht. Mit
Druid hat auch ein paar neue coole Karten gekriegt oder beziehungsweise neue Karten bekommen. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob die so gut sind zu spielen, gerade in dem Deck. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass Leute da Bock drauf haben. Lass mich mal schnell schauen. Druid. Boomy, Funnel Cake und natürlich Popular Pixie für 2 Mana ist eine sehr gute Karte. Wait, woher hast du den jetzt bekommen? Ah, er hat hier das Biest rausgezogen. Das ist eine ganz coole Kombo, muss ich sagen. Ja, langsam wird es ein bisschen problematisch. Aber ich habe einen 7-12er Garrosh. Okay, für die Hero Ability. Krieg dann noch durch Chorus Riff hier nochmal den. Ugra ist nicht schlecht. Ich hätte hier rein, das ist gut. Remornia auch noch. Ich gehe mal hierfür. Ich töte ihn. Ich will nicht, dass irgendwie noch was mit ihm passiert, dass er irgendwie einen Bounce-Effekt oder sonst was hat aus irgendwelchen random Sachen, die ich vielleicht gerade nicht auf dem Schirm habe. Das wäre ein bisschen uncool. So habe ich wenigstens ein bisschen taunt gerade. Und mit meinen Finishern bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, traded, das ist gut. Der stirbt auf jeden Fall durch Ulgra. Ulgra macht auch gut Damage erstmal. Remornia wäre auch eine gute Möglichkeit herauszuspielen, aber ich brauche halt einfach meine Power Spikes jetzt. Mir fehlt halt einfach meine Jam Session oder sonst was. Das ist ein bisschen uncool. Er kriegt ja, das ist gut, dass der Hit nur für 3 rauskommt, weil damit überlebt er. Und Ulgra hat einen höheren Hitwert. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Ich gehe also direkt mal für Face Ulgra. Ach, Damage Face. Ich spiele nochmal eine Deaths raus. Dann könnte ich Deaths raus. Also ich könnte. Im nächsten Zug habe ich Doppel Deaths auf Remornia theoretisch. Können wir gerne mal machen, Alucard. Kloni schreibt mir hier gerade schon fleißig. Ich kann hier nicht immer die ganze Zeit gucken. 9 Damage. Wie willst du 9 Damage wegkriegen, Kollege? Vor allen Dingen, wenn ich jetzt im nächsten Zug mit Remornia auch 9 Schaden mache. Wenn er einen großen Taunt rauslegen würde, wäre das halt optimal. Okay, er snappt für seine Hand erstmal. Ich muss jetzt halt schauen, jetzt muss der Damage sitzen und zwar so schnell wie möglich. Battle Axe, okay. Ich gehe für Remornia. Ich gebe Remornia den Buff. Ich gebe Remornia den Buff. Ich hitte hier mal kurz für 9. Ich krieg Remornia auf die Hand. Auf Sting. Ich werde hier jetzt traden. 3-5. Ich muss hier den Power Spike nutzen, den ich gerade habe. Alucard wirklich sehr, sehr gerne. Also wäre ich auf jeden Fall dabei. Viel Damage könnte er machen, definitiv. Oh, wirklich jetzt? Hat den Snapshot einfach perfekt gezogen direkt. Ah, es ist heftig. Shuffle into your deck und er war wirklich auf the top. Das ist traurig. Na, tötet mein Remornia hier. Nimmt aber dafür 9 Schaden, Leute. Rüstung. Das sind 16 Rüstung, die er sich hier kurz geholt hat. Ich muss aber sowieso einen Zug warten. Habe hier jetzt Tori Belor. Hab hier jetzt einen kleinen Boost, was nicht schlecht ist für den Dude hier.
Für Ugra, nicht den Dude. 9 Damage, okay. Jetzt muss er seinen Play machen, weil sonst habe ich Grom mit 11 mit 17 Schaden. Ashara ist gut. Er nimmt logischerweise das Ding, dieses, wie heißt es denn nochmal? Die Colossal irgendwas. Eine Karte aus seinem Snapshot. Solar Eclipse Nummer 2. Random spells into your deck. Draw 2. Ja, damit muss er halt jetzt hoffen, dass hier sein Super-Effekt ist. Er zieht auch noch 4 Karten raus. Die kosten halt 2 W. Die kosten halt 1. Das heißt, er kann einen Zauber spielen. Und das muss halt jetzt der Zauber sein, der ihm den Arsch rettet. Ein Blizzard wäre gut. Irgendwie einen Freeze allgemein. Würde aber nicht ausreichen, gell? Rüstung wäre super. Kriegt 2 Mana. Powerplay. Chitin Armor. Okay, das reicht aber nicht aus. Well played. Der Buff. Face. Starkes Deck. Sehr, sehr starkes Deck. Und vor allen Dingen macht es halt Spaß zu spielen. Was auch noch ein super wichtiger Punkt ist. Du bist hier der springende Punkt. Ja, dann lock mal um. Er kommt da rein und baitet mich hier irgendwie. Und dann kommt nichts mehr. Das sieht nach einer okayen Starthand aus. Turn 1 Chicken, Turn 2 Sanguine Devs und dann direkt drauf. Und dann starte ich nämlich gleich mal WoW nebenher noch im Hintergrund. Oh Leute, ich habe von gestern Abend vom Sport habe ich so Muskelkater, sage ich euch. Oh halt, das ist wirklich absolut verrückt. Oh, Blood Decay ist schwierig. Das ist ein schwieriges Matchup. Vor allen Dingen, wenn es AFK-Blood ist. Jetzt habe ich Damage Egg hier am Start. I prefer post-pop goblin core. Kann ich den hier kloppen? Und hab 5-4 auf meinem Egg. Hab einen Egg, das ich gleich zerstören könnte. Kann im nächsten Zug auf jeden Fall eine Karte nachziehen. Tötet er mein Egg? Nee. Doch, er tötet es. Krass. Okay. So. Gehe für den Hit, das ist in Ordnung. Ich hole mir hier den Draw. Tori Belore und einmal Face.
Es kann natürlich gut sein. 5 Mana, da hat er oftmals sein Removal schon am Start. Genau, Blood Boil. Er heilt sich hier also um insgesamt 6. Ich ziehe eine Karte nach, was auch nicht schlecht. Chorus Riff. Das ist auch nicht so schlecht. Ich habe leider nur 5. Ich gehe für Chorus Riff. Und ich versuche weiterhin Druck aufzubauen. Auch wenn natürlich ein Blood Boil ein frühes mir mein Board ziemlich zunichte macht. Und dann noch zusätzlich einen Vampiric auf den Arcanite Reaper ist halt übel. Mein Egg ist damit jetzt kaputt gegangen. Ich habe kein. Ich könnte mir 2 gedamagte Minions machen. Ulgra würde Plus kriegen. Aber das bringt mir wahrscheinlich nicht so. Obwohl, Ulgra könnte hier tatsächlich gar nicht so schlecht sein, gell? Ich mache mir mal 2 gedamagte Minions. Spiele eine Ulgra raus für 5-9. Hätte hier mit ordentlich Damage rein. Und er kann jetzt seinen 4-4er hier gerne rausholen. Er würde auf jeden Fall in jedem sterben, den er hittet. Ich muss halt jetzt aufpassen. Corpse Explosion ist Gott sei Dank nicht aktiv. Das ist wichtig. Bitte den 6-5er. Okay. Tori Belor. Oh mein Gott, Tori Belor ist halt die bessere Wahl hier gewesen. Jam Session, okay. Erstmal ziehe ich Karten nach. Oder eine. Das ist gut. Oh mein Gott, das ist sehr gut. There you are. Face. Man, Craig. And turn. Okay, er muss sich jetzt heilen in diesem Zug. Wenn er sich jetzt nicht heilt, kommt mein schöner Grom vorbei und klatscht ihm sein Gesicht klein. Okay, das ist gut. Er kann sich nicht heilen. Weil das hier hat nämlich kein Lifesteal, ist die Waffe. Und er hat nur Rush. Und damit sage ich mal, well played. Boom. Blutdekar. Yes. Das ist immer so ein Beweis, dass eigentlich das Deck wirklich cool sein kann, wenn man den Blutdekar komplett zerbersten kann. Und das, obwohl er Blood Boil Arcanite Reaper Combo mit Vampiric Blood am Start hatte. Das ist immer super gut.